jetzt an der Turmseite, nur für euch so zur Information. Es ist krass. Super! In dieser Schule gibt es Kunstunterricht? Na klar, aber in diesen Gemälden steckt mehr, als für das Auge sichtbar ist. Sie alle wurden mit magischen Eigenschaften versehen. Magische Eigenschaften? Zum Beispiel? Ich weiß nicht, aber wenn wir das Rätsel der verschwundenen Studenten und Lehrer lösen können, lernen wir in den kommenden Wochen gemeinsam alles darüber. Hä? Ich hatte hier nur einmal Unterricht und der Lehrer hat uns nicht mehr gesagt als das, was du jetzt auch weißt. In der ganzen Stunde haben wir nichts gemacht, außer zu malen. Ich mag auch. Hey, sieh mal! Das Bild, das ich gemalt habe, ist noch da. Ich weiß, es gibt schönere Landschaften, aber... Wovon redest du da? Diese Leinwand ist leer. Sie ist nicht leer. Man sieht doch deutlich das Gebiet um die Schule und einen Sonnenuntergang, der nicht ganz vollendet ist. Tut mir leid, Zack, aber ich sehe wirklich nur eine leere Leinwand. Seltsam. Kunst liegt wohl im Auge des Betrachters. Probier jetzt mal munter durch. Ha! Oh, großartig! Oh, das hat geklappt. Wir können gleich das erste Rätsel machen. Eines dieser Gemälde muss den Gegenstand enthalten, den wir suchen. Wir suchen einen? Überprüfe sie alle. Vielleicht ist hinter einem von ihnen ein geheimer Tresor versteckt. Da fehlt noch eine. Da fehlt noch ein Bild. Ah, schön. So schön ist er da gar nicht schlecht gemacht. Ich glaube, da hat sich auch noch so ein bisschen Concept Art reingeschlichen. Hier zum Beispiel die Brücke zur Ankunft. Cool. Okay. Ah, und überall diese schönen Ornamente. Was sind wir denn da? Oh. Okay. Moment, wenn ich mich recht entsinne, gibt es Bilder, die wir austauschen können. Aber solange das eine hier oben fehlt, wird das schwer. Ich meine, wir sind hier... Hier können wir nämlich zwei reintun. Passt auf. Halt. Ach Mensch. Man sollte halt die Bedienung dieses Spiels kennen. So, und das hier hin. Ja, es ist ähnlich wie Memory. Also ich weiß es nicht mehr auswendig, aber wie gesagt, uns fehlt da noch was. Dementsprechend können wir da gerade eh nicht weitermachen. Oh, was haben wir hier? Nicht berühren! Was denn? Warum nicht? Warum darf ich diesen Knopf nicht berühren? Weil ich ihn einmal gedrückt habe. Wenn du ihn drückst, kommt dieses seltsame Licht. Das ist alles? Nein. Als ich ihn berührt hatte, schrie mich ein Lehrer an und rannte zu der Rune, um es schnell wieder auszuschalten.
Er blickte mich an. Sein Gesicht war rot vor Wut und er schwor, mich in einen Frosch zu verwandeln, wenn ich jemals wieder eine von diesen Runen anfasse. Runen? Ich sehe nur eine Rune. In jedem Klassenzimmer ist eine. Und er hat gesagt, sie seien äußerst gefährlich. Ja, wir drücken sie. Warum auch nicht? Ist ja keiner da, der es uns verbieten kann gerade. Außer Zack, unsere Panikmamsel. So, aber wohin führt der Weg hier? Oh! Fantastisch, nicht wahr? Mir wird so schlecht werden. Wahnsinn! Das ist einfach wow! Okay. Also Leute, ich habe gerade keine Ahnung, wo wir sind. Nicht den geringsten Plan. Nicht einen Dunst von einem Plan. Okay. Halt, nein. So. Stopp! Was? Warum hast du so geschrien? Ich hatte gerade eine Idee. Du weißt doch, wo das Büro des Direktors ist, oder? Natürlich, aber warum? Oh, bin ich schwer von Begriff. Nathaniel könnte dort sein. Und wenn er es nicht ist, finden wir vielleicht ein paar Hinweise darüber, was hier vor sich geht. Ja! Zündende Idee. Und? Was und? Wo ist Nathaniels Büro? Wir müssen eine dieser Teleporter-Plattformen hier benutzen und dann eine Brücke überqueren, die zu einem anderen Turm führt. Welche? Die rote oder die gelbe? Ich erinnere mich nicht. Leider. Ich hab's dir doch gesagt. Immer wenn ich die Teleporter-Plattformen benutze, verirre ich mich. Erinnert mich an eine gute Freundin von mir. Die darf aus diesen Gründen niemals Navigator spielen. Ich frage mich, welche Aufgabe diese schwebende Kugel hat. Es scheint nichts zu passieren, wenn ich sie berühre. Wir gucken uns natürlich alles an. Was ist das, Zack? Genau das wollte ich dich gerade fragen. Ich weiß. Ich gewöhne mich langsam daran, dein Fremdenführer zu sein. Während der ersten paar hundert Jahre, nachdem die Schule gebaut worden war, war dieses Land immer noch unbekannt und wild. Ununterbrochen, ob Tag oder Nacht, stand hier ein Magier Wache, um im Falle einer Gefahr den Alarm auszulösen. Und das Ding ist der Alarm? Ich finde, das sieht seltsam aus. Gemach, nicht so schnell, junge Frau. Das ist nicht der Alarm. Das ist eine Art Spiel, das der Magier spielte, um des Nachts nicht einzuschlafen. Ah ja. Aha, verstehe. Hast du es mal ausprobiert? Das konnte ich nie. Es war bislang immer abgeschlossen. Es scheint so, als bekäme ich dieses Spiel nicht in Gang. Okay. Wir haben zwar unten alles in Gang bekommen, aber... Hallo? Aber hier noch nicht. Oh, Zack, tut mir echt leid. Aber wir müssen über diese Brücke um... Ist schon okay, Lydia. Keine Sorge. Seit ich über den kleinen Vorsprung auf dem Dach der Akademie geklettert bin, habe ich mich im Griff. Ich habe immer noch Angst, aber ich komme damit klar. Bist du sicher? Absolut. Ist sowieso nicht das erste Mal, dass ich hier vorbeikomme. So, ich guck gerade mal, ob die auch immer noch läuft. Ja. Ja, wir müssen hier unten rüber. Bibliothek. Wow, wie ist das möglich? Diese Tür führt zu einem Raum, der nicht größer sein konnte als ein Schrank. Und jetzt landen wir in diesem riesigen Raum.
Ich konnte kaum erwarten, dein Gesicht zu sehen, wenn du die Bibliothek sehen würdest. Das ist unbezahlbar. Aber wo, wie? Hol erst einmal tief Luft, dann erkläre ich dir, wo wir sind. Wie du bereits bemerkt haben solltest, ist dies ein magischer Raum. Weil die Magier so viele schlaue Bücher hatten und wussten, dass sie jeden Tag mehr bekommen würden, beschlossen sie, dass eine normale Bibliothek nicht ausreichen würde. Also entschieden sie, einen magischen Raum zu bauen, der, weil er nicht real ist, über ein unbegrenztes Fassungsvermögen verfügt. Ich will auch einen. Was heißt das? Er ist nicht real. Er fühlt sich verdammt real an. Ich weiß nicht, wie er gemacht wurde. Ich weiß nur, dass sie diesen riesigen Raum nur mit Magie hinter die Tür bauen konnten, durch die wir auf dem kleinen Balkon eingetreten sind. Ich kann kaum erwarten, dass mir das ein Lehrer erklärt. Deine Erklärung ergibt immer noch nicht viel Sinn. Ich will auch unbegrenzten Stauraum. Ich habe so viele Kartons mit Büchern eingelagert, weil ich einfach keinen Platz mehr habe. Gut, aber in die Bibliothek müssen wir im Moment noch nicht. Wir wollen erstmal auf die Brücke hier unten. Und ich meine, mit der gelben kommen wir rüber. Aber ich kann mich jetzt auch gleich furchtbar irren. Wo führt diese Teleporter-Plattform hin? Ich bin nicht ganz sicher. Du lügst mich doch nicht wieder an, oder? Nein, ich schwöre, es ist die Wahrheit. Ich habe mich mit Hilfe der Teleporter-Plattformen niemals in der Akademie zurechtgefunden. Aus irgendeinem Grund kann ich mir Dinge so schlecht merken. Und beinahe jedes Mal, wenn ich sie benutzt habe, landete ich an einem Ort, an den ich nicht wollte, und ich musste durch die Akademie rennen, um mein Ziel zu erreichen. Oh Gott. Hast du jemals versucht, deinem Gedächtnis mit einem Trick auf die Sprünge zu helfen? Was meinst du? Na, vielleicht prägt dir doch die Farben der Teleporter mit den Räumen ein, in die sie führen. Dann könntest du dir leichter merken, wohin sie führen. Hey, das ist eine gute Idee. Das versuche ich. Gott, muss das noch einmal verzettelter Kerl sein. Ja, das ist die richtige. Ich frage mich, was das für eine riesige Kugel ist. Es scheint sich überhaupt nichts zu tun. Ja, weil wir die Sperren noch nicht aufgehoben haben. Hier oben ist noch alles gesperrt. Deswegen funktionieren die Kugeln hier auch noch nicht. Und da haben wir das Büro. Ui. Special Effects hier. Nathaniel? Seid ihr hier? Es ist niemand hier, Lydia. Es ist leer. So, ich will mir mal den Schreibtisch, wie das jeder gute Detektiv tut. Was haben wir denn hier? Was ist das? Ich verstehe die Schriftzeichen nicht. Selbst mit dem Diadem nicht. Zeigst du sie mir bitte einmal? Ah, ich glaube, das ist eine sehr alte Form der magischen Sprache. Heute können sie nur noch Erzmagier lesen. Verstehe. Diese Zeichnungen erinnern mich an etwas. Ich weiß. Es war in meiner letzten Vision. Ich sah, wie du Nathaniel eine Kugel überreicht hast, die genauso aussah wie die auf diesen Zeichnungen. Eine Kugel? Die Kugel! Aber du warst nicht dabei. Wie ist das möglich? Was war das für ein Objekt, Zack? Warum wollte Nathaniel sie so dringend haben? Ich weiß nicht.
Ich schwöre, das ist die Wahrheit. Soviel ich verstanden habe, war ich der Einzige, der Zugang zu ihr hatte. Er zwang mich, sie ihm zu geben. Ich schwöre, ich habe nichts mit dem zu tun, was in dieser Akademie vor sich geht, Lydia. Ich erinnerte mich nicht an die Kugel, bis du es mir vor ein paar Minuten erzählt hast. Alles kam in einem Gedankenblitz zurück. Ist schon in Ordnung, Zack. Beruhige dich. Ich glaube dir. Celestes Visionen, Nathaniels seltsames Verhalten, das rätselhafte Verschwinden der Studenten und eine seltsame Kugel, die du für Nathaniel holen musstest. Was geht hier nur vor?